Hallo vom Pastorsbusch. Wir stehen hier, weil dieser wunderschöne Mischwald leider abgeholzt werden soll, wie auf der letzten Ratssitzung beschlossen wurde. Das Ganze für ein Regenrückhaltebecken und für Parkplätze für den angrenzenden Kindergarten. Wir von der Linken finden das Ganze ein bisschen fragwürdig und wollen da in diesem Video mal ein bisschen gegenargumentieren. Es steht sicherlich außer Frage, dass ein Regenrückhaltebecken für Delbrück notwendig ist. Es wurden auf dieser Ratssitzung noch drei weitere Regenrückhaltebecken beschlossen, um einfach die ständigen Überschwemmungen in der Delbrücker Innenstadt einzudämmen. Das vierte Regenrückhaltebecken soll, wie gesagt, hier in diesem Mischwald entstehen. Dafür soll ein ganz großer Teil des Waldes gerodet werden. Wir sind der Meinung, dass es ganz eindeutig zu überprüfen ist, ob es nicht Alternativen gibt, wo dieses vierte Regenrückhaltebecken gebaut werden kann. Ganz sicher ist allerdings, dass die Parkplätze hier nicht notwendig sind. Die Parkplätze hier für den Kindergarten sind vorhanden. In einer Anzahl, dass vielleicht für die Stoßzeiten es einen leichten Überlauf gibt, aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel an der Kettlerstraße das Buschwerk kürzer zu schneiden, sodass dort noch einige Parkplätze entstehen könnten. Außerdem ist in fußläufiger Entfernung an der Rosenstraße ein öffentlicher Parkplatz vorzufinden, den man nutzen könnte, für den einfach nur ein paar Schritte gegangen werden müsste. Es ist zu erwähnen, dass die Opposition sich durchaus für das Regenrückhaltebecken eingesetzt hat. Für die Parkplätze allerdings hat nur CDU und PID gestimmt. Es hat sich mittlerweile bereits eine Bürgerinitiative formiert, die sich gegen die Rodung des Waldes ausspricht. Es sind mittlerweile über 700 Unterschriften gesammelt worden und wir freuen uns über jeden, der sich anschließen möchte und seine Unterschrift gegen die Abrodung des Waldes beisteuern möchte.